Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Kommt her, Fröschlein, es sind so viele. Sieht ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Hops, hops, hops. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, hey, aber er sollte näher bei uns bleiben. Hops, hops, hops. Hugo, wo willst du hin? Hugo! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von da drüben. Amicia!
Kommt schnell her! Oh mein Gott! Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Ob wir ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Oh, das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Oh nein, die Ratten! Bleib weg von ihnen! Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein! Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Unverzüglich. Hugo, hör zu. Du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Hey, was war das?
Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Was? Was? Oh Gott, das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. Wir sitzen fest. Das sollte mir die Sache erleichtern. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Komm, hoch mit dir. In Ordnung. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Hilf mir beim Schieben. Nun denn. Eine Sense. Kämpfen Sie etwa damit? Nicht jeder kann sich ein Schwert leisten. Hilf mir beim Schieben! Ja, gewiss.
mir. Ja, gut. Hilfst du mir beim Schieben? Unverzüglich. Hilf mir beim Schieben. Nun denn. Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psst, wir finden eine Lösung. Soll ich's mal versuchen? Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Doch mal bei einem anderen. Die liegen hier überall rum. Ach, diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Für die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Kletter hoch. Ja. Ih, die haben ja Stöcke im Bau. Zieh nicht hin. Versuche alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Amicia, der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Los, rein da, schnell. Amicia, da drüben ist jemand. Oh nein. Na los, das ist nicht lustig. Amicia sitzt in der Falle. Shh, wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben. Ihr habt mich gerettet. Oh danke, vielen Dank. Ihr werdet doch wohl nicht Alarm schlagen. Alarm? Nein. Nein. Man würde mich hängen, wenn herauskäme, dass ich euch hab laufen lassen. Geht nur, ich hab nichts gesehen. Gut. Oh nein. Die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Soldat, er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnung, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Ich hoffe, du weißt, was du tust.
Schläft er? Ja. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Wir brauchen Feuer, um da durchzukommen. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Aber wir beeilen uns nicht. Wartet hier, ich mach schnell. Nun denn. Das musst du machen. Ich kann nicht. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Unverzüglich. Kannst du das übernehmen? Wird gemacht. Komm, die Luft ist rein. Gut. Das musst du machen. Schaffst du das? Nun denn. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Im Licht bleiben. Los, los! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Sind das etwa? Ja. Tote.
funktioniert. Ich bin gleich wieder da. Bleibt hier. Ich warte auf dich. Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf! Die Makula! Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo! Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihm nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihm. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Was? Da ist was. Au, auf! Was ist das für Geräusch? Soldat! Hey! Soldat! Was geht hier vor sich? Soldat! Scheiße. Wir stehen unter Beschuss. Findet heraus, wer das ist. Ich sehe mal nach. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt. Gaien gehört uns. Was war das für ein Geräusch, hä? Hier lang, Eindringlinge! Nein, Amicia! Amicia! Nein, halt! Ich bin so... Amicia, nein! Nein, Amicia! Amicia! Sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige.
Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder? Da war etwas, da bin ich mir sicher. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da, da, sie fliehen. Hey, Hugo. Lauf. Amicia. Lass mich los.